kann denn ein jeder von uns tun für den Frieden? Eine Meinung haben. Jeder was anderes. Wenig Energie verbrauchen, weiß ich nicht. Also jeder seins. Ich habe eins von meinen großformatigen Fotos zur Versteigerung gegeben. Es wird morgen versteigert bei der im China-Haus. Also das ist meins. Ja. Mein Beitrag. Sehr engagiert. Tun Sie das? Das muss man ja nicht. Was treibt Sie an? Sie haben mich ja gerade gefragt, was man tun kann. Und dass ich tue, was ich tun kann, und das tue ich. Ich habe auch im Rolling Stone Magazine immer die letzte Seite. Und da kommt immer ein Foto mit einem Text. Und da werde ich auch immer politischer. Also, und das meinte ich mit seiner Meinung sagen. Sich zu verhalten. Farbe zu bekennen. Blau, gelb. Die Menschen kennen Sie natürlich von der Leinwand. Was, wenn Sie so zurückblicken, gibt es so den einen großen Moment oder das eine Schöne in Ihrer Karriere? Ja, das war der Pianist, ganz klar. Warum? Weil das ein Film ist, der bleibt. Weil es ein wichtiger Film ist. Ja, wir versuchen ja alle irgendwie so ein bisschen was zu hinterlassen, und Filme kommen und gehen. Manche sind besser, manche schlechter, und bei dem kam alles zusammen. Das ist ein wichtiger Film, das ist ein Film, der bleibt. Und ich bin stolz drauf, auch auf die Rolle, auf den Film sowieso. Und der Film hat auch unter meinen Kollegen im Filmgeschäft habe ich mich da, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber mir ist immer wichtig, dass die ich schätze, dass die mich auch schätzen. Und das ist mit dem Film eingetreten. Sie sehen klasse aus. Was tun Sie für sich, um stark, fit und gesund zu bleiben? Ich bin eher ein bisschen fett gerade, und ich bereite mich auf einen Film vor, und ich spiele Wagner, Richard Wagner, Wagner in Venice, deswegen der Bart und so alles. Also so fit bin ich im Moment nicht, aber dankeschön. Echt? Ja, was heißt das dann, sich auf so eine Rolle vorzubereiten? Also naja, der hat ja zum Beispiel so einen blöden Halsbart, deswegen lasse ich mir einen Bart wachsen. Schneide es aber erst dann ab, wenn es soweit ist, sonst sehe ich aus wie Taliban. und ja, viel Oper hören und so. Ah, interessant. Sie haben heute Ihre Frau mit dabei? Ich bin alleine. Ach, ich dachte. Wie kommen Sie darauf? Wo ist sie denn? Ja, ach, nein, nicht jetzt. Nein, 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 die ist in Los Angeles. Okay, ja. Ja, dann letzte Frage. Was wünschen Sie sich für sich, für die Zukunft? In dem Falle Frieden. Frieden für die Ukraine und für uns alle. Dankeschön. Und dass der Putin sich verpisst. Wird er nicht machen, aber vielleicht kann man ihm helfen. Dankeschön. Danke.